Wir hatten uns das ein bisschen anders vorgestellt. Wir wollten das ja an unserer schönen Bockwindmühle in Wilhelmsaue heute machen. Aber der Sturm und der Orkan, das ist dann viel zu gefährlich und dort ist es windig und kalt und das macht eigentlich gar keinen Spaß, da auf dem Feld zu spielen. Wir haben auch ein neues Schülerprogramm entwickelt, das heißt beim Windmüller. Das sollte eigentlich heute an der Bockwindmühle stattfinden und das machen wir in Deutsch und Polnisch und dafür gibt es Arbeitshefte. Da kann jedes Kind eins bekommen und dann das Programm durchführen und zwar machen wir das heute unten in der Feldsteinscheune, wo die Ausstellung zum Getreide ist. Entschieden war das rund 445 Jahre später erst, dass die erste Windmühle entstanden ist. Was man jetzt erfahren kann, heißt im Endeffekt, Entschieden hat nicht nur heute eine Windmühle, sondern schon seit 1600 Windmühlen. Und das ist natürlich ein bedeutendes Ereignis.